Das Lächeln seiner Kanzlerin, es raubt ihm den Verstand. Wenn sie regiert, den Bundestag regiert mit zarter Hand, dann ist es ganz egal, was sie politisch fabriziert. Wir werden von dem schönsten Lächeln dieser Welt regiert. Und neulich war sie, finde ich, entschieden zu kokett und legte sich doch glatt mit der Atomlobby ins Bett. Doch was ist los? Ich weiß nicht mehr, was ich ihr glauben soll. Jetzt findet dieselbe Kanzlerin den Ökostrom ganz toll. Doch wenn die Wut am größten ist, denk ich an Angie Still und an das Jahr 2008, den 13. April. Ein Bild erhellte diese Nacht, am Nordpol schmolz der Schnee. Da zeigte meine Kanzlerin ihr pralles Dekolleté. Hab keine Lust mehr, der Nörgler zu sein und bin müde vom Kämpfen und Klagen. Ich werde ab sofort gesellschaftskonform und verzichte auf weitere Fragen. Ich will auch dabei sein im Karussell der Reichen und Klugen und Schönen. Und dann lasse ich mich von den Medien loben und von meinem Konto verwöhnen. Und ich glaube ab sofort an jede Statistik und ich bin gegen Zweifel immun. Und wenn Umsätze steigen und Löhne sinken, hat das nichts miteinander zu tun. Und ich gelobe jetzt nicht mehr Gewehr zu schießen und ich glaube der Bildung der Welt und an Terrorexperten und Wirtschaftsanalysen und Warnemanns große Geld. Und ich glaube, dass Nestle die Menschen liebt, die Vatikanbank leiten Christen. Banker sind voller Mitgefühl und Heckler und Koch-Pazifisten. Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hartz IV und an Wachstumsbahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Eine Männerstimme am Stil und Sturm. Es hat verlaute Purpur, Purpur, ein eine Mäntelein. Ist wunderschön, spielt die Welt. Sie tragen Uniformen,
Sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen. Auch wenn sie anders sprechen, wir wollen mit ihnen reden. Es sollen die Präsidenten sich doch allein befehden. Jedoch bevor sie kommen, wär's gut, sich zu besinnen. Ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen.